Wir sehen uns auf reitschuster.de. Dinge gibt's, die gibt's gar nicht. Heute früh um 8.58 Uhr hat YouTube die Sperrung meines Kanales und die Zensur eines Videos mit Antigen-Impfstoff-Erfinder Professor Stöcker aufgehoben, mit dem Hinweis, sie verstoße doch nicht gegen die Richtlinien dieser Arbeit und man erkenne an, dass man einen Fehler gemacht habe, alles wieder freigeschaltet. Dann frage ich dazu hier gegen 12 Uhr auf der Bundespressekonferenz Regierungssprecher Steffen Seibert und keine 2 Stunden später, keine 5 Stunden nach der Entsperrung passiert wieder genau das Gleiche. Mein Kanal wird wieder gesperrt, das Video wieder zensiert und die einwöchige Sperrfrist beginnt von neuem. Ein Schelm, wer da nicht ganz an Zufälle glauben muss, was für Ausmaße die Zensur heute hat, ist unglaublich. Und auch mit welcher Dreistigkeit YouTube hier vorgeht, das hat ja wirklich schon etwas völlig Kafkaeskes. Ich hoffe, das ist jetzt nicht YouTube, das hier bei mir anruft. Aber soweit sind wir noch nicht. Fragen Sie mich nicht, wo der Ton herkommt. WhatsApp funktioniert ja nicht, das kommt aus dem Computer. Hauptsache, man wird nicht paranoid wegen solcher Sachen. Ja, deswegen kann ich Ihnen heute dieses Video nicht auf meinem Kanal hochladen. 331.000 Abonnenten kriegen keine Berichterstattung von mir von der Bundespressekonferenz im besten Deutschland aller Zeiten. Ich mache es wie immer, ich gebe dieses Video für alle frei, wie alle meine Videos. Ich bitte die Kollegen, die noch freiheitlich denken, ich bitte die normalen User, laden Sie dieses Video, wo immer Sie es können, hoch, setzen Sie damit ein Zeichen gegen die Zensur, denn was heute auf der Bundespressekonferenz gesagt wurde zum Thema Corona, das ist unglaublich und es ist ein großer Jammer, dass 331.000 Menschen das jetzt nicht sehen können, denn faktisch hat die Regierung hier heute die Kernschmelze ihrer Impfinformationspolitik noch einmal quadratiert, ja, anders kann man es überhaupt nicht sagen, aber warten wir ein bisschen, ich zeige Ihnen jetzt die entsprechende Szene. Eine Frage zum Themenkomplex Corona hat Boris Reitschuster online gestellt. Es geht um die Impfeffektivität, die auch hier immer beteuert wurde. Und er schreibt, das RKI habe falsche Zahlen zur Berechnung der Impfeffektivität verwendet und diese jetzt korrigieren müssen und fragt, muss das nicht Anlass sein für eine Entschuldigung und in Zukunft kleinlauter zu sein mit Erfolgsmeldungen? Fragt er Herrn Seibert. Ich kann gerne auch. Wir beteuern hier nichts, sondern wir geben die Fakten wieder, so wie sie das RKI veröffentlicht hat. Herr Seibert hat hier wiederholt, immer wieder von den über 95% bzw. 95%, ich habe es nicht im Kopf, der Intensivstationpatienten gesprochen, die dort nicht geimpft seien und hat immer wieder auf diese Impfeffektivität verwiesen. In meinen Augen ist das ein Beteuern, aber wir wollen keine semantischen Streitereien hier beginnen. Wenn sich Zahlen ändern, ich bin darüber jetzt nicht im Klaren, dann gibt es neue Erkenntnisse. Ach so, wenn sich die Zahlen ändern, dann sind das einfach neue Erkenntnisse. Das ist ja erstaunlich, bei anderen wird das als Fake News bezeichnet. Und dann wird man genau diese Zahlen hier transparent auf Ihre Fragen hin veröffentlichen und nicht irgendetwas beteuern. Kommt das nur mir so vor oder wirkt hier Herr Seibert etwas nervös und so, als ob man ihn auf dem falschen Fuß ertappt hätte. Kann ja sein, dass ich mich irre. Das Gesundheitsministerium kann... Ja, ich kann das gerne ergänzen. Herr Reitschuster bezieht sich offensichtlich auf den neuesten Wochenbericht des RKI, der am Freitag veröffentlicht wurde. Donnerstag, glaube ich, Entschuldigung. Also richtig ist, das RKI hat eine methodische Umstellung vorgenommen. Da hat sich Herr Deffner verplappert und wie. Wenn er jetzt gesagt hätte, das war ein Fehler, man hat sich geirrt, das wäre eine Sache. Aber er spricht von einer methodischen Umstellung. Damit gibt er zu, dass das Ganze Methode hat. Also man hat mit Methode die Zahlen falsch verwendet. Das haben wir jetzt amtlich. Es ist
ungeheuerlich. Bis zum 22. September wurden Patienten mit einer Corona-Infektion, die ins Krankenhaus aufgenommen wurden, von denen man den Impfstatus nicht genau kannte, nicht sicher kannte, als ungeimpft registriert. Und das ist nun wirklich ein Hammer, weil selbst Kritiker, mit denen ich die Sache durchsprach, sagten, sie haben den Verdacht, dass das so ist, aber es ist nicht nachweisbar. Und das wäre ein Skandal, sagten sie. Und nun gibt der Sprecher des Gesundheitsministeriums ganz offen zu, dass man diese Leute, wo man gar nicht wusste, sind die geimpft oder nicht geimpft, einfach als ungeimpft gezählt hat und damit natürlich eine massive Verzerrung der Zahlen hat. Weil wenn die krank wurden, dann sagte man, ja, das sind ja Ungeimpfte, die krank wurden. Also man hat hier massiv verzerrt und das gibt man hier auch noch zu und sagt dann einfach, naja, man stellt die Methode um. Ja, aber dann war die alte Methode, ich sage es jetzt sehr vorsichtig, ich hätte fast das Wort Hütchenspielerei verwendet, aber nennen wir es einmal so, war die alte Methode höchst zwielichtig. Wir haben seit dem Sommer die Meldepflicht der Krankenhäuser, dass sie angeben müssen, ist jemand geimpft oder ungeimpft. Das RKI hat bis zum 22. September diese Person, wo man es nicht hundertprozentig sagen konnte, als Ungeimpfte in die Registrierung genommen. Unfassbar. Wie kann das sein? Kamen die Krankenhäuser ihrer Pflicht, das zu melden, nicht nach? Und warum nimmt man die dann einfach als Ungeimpfte hinein, obwohl man es nicht weiß? Es ist unfassbar. Ein GAU. Jetzt werden nur noch die Fälle ausgewiesen, von denen man den Impfstatus tatsächlich einwandfrei kennt. Dadurch steigt natürlich der relative Anteil der hospitalisierten Fälle, die trotz Impfung ins Krankenhaus mussten. Ja, genau das ist der Punkt. Man könnte es auch richtiger formulieren, und zwar dahingehend, dass die bisherige Angabe von der Impfeffektivität schlicht und einfach falsch war, die hier ständig rauf und runter gebetet wurde von Herrn Seibert, von Herrn Spahn. Man hat das jetzt schön in andere Worte verpackt, aber man gibt das zu. Das ist aber letztlich dann ein rein statistischer Effekt. Das ändert nichts an der grundsätzlichen Aussage, dass Impfen wirkt und schwere Corona-Erkrankungen verhindert. Und vielleicht lassen Sie sich das bitte auf der Zunge zergehen. Man bringt hier Wochen, wenn nicht monatelang diese Zahlen, sagt, wie effektiv das ist. Und jetzt sagt man, ja, dass das falsch war. Das ist ein rein statistischer Effekt, aber Impfen hilft ja trotzdem. Ich finde wirklich schwer Worte, um das zu beschreiben, auch für wie dumm die Menschen hier verkauft werden. Vielleicht an der Stelle, wenn er aus dem Wochenbericht zitiert, dann möchte ich es auch tun. Das RKI schreibt dort nämlich unter anderem, der bei weitem größte Teil der seit der 5. Kalenderwoche übermittelten Covid-19-Fälle war nicht geimpft. Durch einen Vergleich des Anteils vollständig Geimpfter unter Covid-19-Fällen mit dem Anteil vollständig Geimpfter in der Bevölkerung ist es möglich, die Wirksamkeit der Impfung grob abzuschätzen. Sogenannte Screening-Methode nach Farrington. Moment. Grob abschätzen. Bisher war immer der Eindruck vermittelt worden, man wüsste das. Und jetzt ist nur noch von grob abschätzen die Rede. Das ist ja erstaunlich. Und auch die Zahlen sind ja sehr eindeutig. Man muss ja nur in den Bericht schauen und da ist die Impfeffektivität jetzt ja eine wesentlich geringere als vorher. Wie das hier verkauft wird, ist phänomenal. Und dann wird mir noch vorgeworfen, dass ich das nicht zitiert habe indirekt. Es ist mit Worten kaum zu fassen. Die nach dieser Methode geschätzte Impfeffektivität liegt für den Gesamtbeobachtungszeitraum für die Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen bei ca. 84% und für die Altersgruppe der über 60-Jährigen bei ca. 82%. So, und hier besteht der große Verdacht, dass es sich dabei wieder um ein Hütchenspiel handelt. Denn Herr Defner spricht hier von den Covid-19-Fällen und das sind dann wohl auch die positiv Getesteten. Aber Geimpfte werden ja nicht getestet und natürlich hat man da dann ganz andere Zahlen. Ich nehme jetzt einmal die Zahlen aus dem Wochenbericht, die blende ich auch hier ein und da ist eindeutig Anteil der wahrscheinlichen Impfdurchbrüche unter allen symptomatischen Covid-19-Fällen bei den 60-Jährigen und Eltern 49%, die Hälfte. Also von allen, die wirklich mit Symptomen an Covid-19 erkrankt sind, bei über 60-Jährigen der Risikogruppe, ist die Hälfte geimpft. Und Herr Defner kommt dann mit den Zahlen der Getesteten und vermischt wieder die Begriffe. Ich kann es nicht anders denn als Hütchenspielerei auffassen. Dazu eine Nachfrage von Herrn Jung. Das heißt, wenn berichtet wird von den Kollegen, dass es falsche Zahlen zur Impfaktivität gibt, dann ist das falsch.
Da klingt Herr Jung jetzt für mich so, als wolle er bestätigt haben, dass ich und andere Kollegen hier falsche Angaben machen, dass die Zahlen falsch waren. Aber sie waren nun einmal falsch. Das steht ja selbst im Bericht des Robert-Koch-Institutes. Da hätte Herr Jung einfach nachlesen müssen, einfach mal recherchieren. Dann wäre diese Frage unnötig gewesen. Habe ich es richtig verstanden, ne? Ja, die, zumindest hat er dann an der Stelle unvollständig im Wochenbericht recherchiert. Das ist nun wirklich an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten. Das RKI liefert falsche Zahlen. Ich und Kollegen, wir decken das auf, und auf die Frage, ob das falsch ist, heißt es dann, ja, zumindest unvollständig recherchiert. Mir fehlen die Worte. Wie soll man mit so einer Regierung sich noch argumentativ auseinandersetzen? Da gibt es eigentlich nichts mehr, was man dazu sagen kann. Damit denke ich auch, ist die Nachfrage von Herrn Reitschuster beantwortet worden, wo es um die Transparenz der Zahlen und was geschätzt wurde, beantwortet. Ich fand sie nicht beantwortet, weil es eben auch darum geht, warum hier nur geschätzt wird. Aber gut, das kann man subjektiv so oder so sehen. Schwamm drüber. Weiter ging es dann um die Maskenpflicht an Schulen. Besonders bemerkenswert, kein einziger Kollege fand die Sache einer weiteren Nachfrage wert. Die Angelegenheit, dass die Bundesregierung falsche Zahlen zur Impfeffektivität vorlegt, kein Thema für die Medien, nicht mal einer Nachfrage wert. Was soll man dazu noch sagen? Sehen. Zu diesem Thema sehe ich keine weiteren Fragen. Dann würde ich weitermachen mit dem Thema Corona und fange an mit einer Frage online gestellt vom Kollegen Panayotis Gavrilis vom Deutschlandfunk. Er fragt, wie bewertet die Bundesregierung die Tatsache, dass mehrere Bundesländer die Maskenpflicht an Schulen wieder zurücknehmen? Wer kann darauf antworten? Das Gesundheitsministerium? Ich fange vielleicht mal an. Das Thema haben wir ja schon seit einiger Zeit. Und klar ist, das ist Ländersache letztlich. Und die Länder müssen vor Ort eine Abwägung treffen, eine Risikoeinschätzung. Klar ist auf der anderen Seite auch, dass wir immer gesagt haben, Masken schützen, damit wir gut und sicher durch Herbst und Winter kommen. Und alles Weitere liegt in der Hand der Länder. Dazu auf der Liste Herr Hönig. Ja, Daphne, also kann man das denn so verstehen, dass die dafür plädieren würden, die Maskenpflicht an Schulen beizubehalten? So würde ich das jetzt verstehen. Ist das richtig? Mein erster Eindruck war, dass diese Frage Framing ist, aber vielleicht bin ich da zu hart. Ich habe mir die Antwort des Sprechers nochmal angehört. Man kann da viel hineininterpretieren und viel nicht hineininterpretieren. Sie war eigentlich wachsweich. Ja, wir haben ja in der Pandemiebekämpfung immer die Situation, dass wir sagen, wir müssen eine Risikoabwägung machen, die Besonderheiten letztlich auch vor Ort berücksichtigt. Und da gibt es natürlich Unterschiede in den Ländern. Das können die Länder natürlich sehr viel besser einschätzen, als der Bund das für alle sozusagen mit der großen Schere oben drüber könnte. Auch hier wieder ganz klar ausgewichen. Nachfrage für Herr Sabat, wie sieht die Kanzlerin das? Wir haben dasselbe Thema in der vergangenen Woche hier diskutiert. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Ja, wir haben es schon einmal gehabt und die Wiederholung erspare ich Ihnen und Herrn Seibert jetzt. Sie können die ansehen, die Aussage von damals in den Aufzeichnungen der BPK auf dem Kanal reitschuster-leerzeichen.de. Ja, Herr Defner, kurze Nachfrage auch dazu. Masken sind ein Schutzmittel, Tests ein anderes. Die Bildungsministerin hat sich ja dafür ausgesprochen, wenn man die Maskenpflicht fallen lässt, dass dann die Testung, also die Anzahl der Testungen erhöht wird. Ist das eine Position, die auch Ihr Gesundheitsminister teilt? Also das ist, wie gesagt, auch letztlich auch Bestandteil der Schutz- und Hygienemaßnahmen, die Länder vor Ort zu entscheiden haben. Richtig ist natürlich, dass häufiges Testen auch zu einer größeren Sicherheit führt. Aber darf ich kurz nachfragen? Also es ging ja um die Meinung, also Ihnen ist es egal als Gesundheitsministerium, oder würden Sie sagen, die Länder wären gut beraten, wenn sie es machen würden? Die Länder sind grundsätzlich gut beraten, gute Hygienekonzepte in ihren Schulen zu haben. Wie die im Einzelnen auszusehen haben, das ist dann letztlich Sache der Länder.
Wenn alles, worum es geht, Sache der Länder ist, dann könnten wir uns manche Fragen und Antworten auch gleich ganz sparen. So, und nun der Wechsel zum Thema Zensur. Noch eine Frage von Boris Reitschuster, da geht es um YouTube. Das ist aber wahrscheinlich der einzige inhaltliche Zusammenhang gerade. Und das, die Frage geht an Herrn Seibert. Er schreibt, YouTube zensiere weiter und schreibt, es könnten selbst Berichte von der Bundespressekonferenz dort nicht mehr gezeigt werden. YouTube habe wiederholt zugeben müssen nachträglich, dass das Zensur illegal war. Die Bundesregierung sagt, sie kämpft im Inland wie im Ausland für die Pressefreiheit. Warum schweigt sie dann zu solcher Zensur, ist die Frage. Ja, also er stellt diese Frage jetzt bei jeder Bundespressekonferenz. Das ist streng genommen Fake News, Herr Seibert. Sie wissen genauso gut wie ich, dass ich sie nicht bei jeder Bundespressekonferenz stelle, aber lassen wir es einfach mal als ein sprachliches Stilmittel der Übertreibung stehen. Und selbst wenn ich sie oft stelle, dann stelle ich sie oft, weil oft zensiert wird, Herr Seibert. Und ich glaube, sie geht immer noch darauf zurück, dass YouTube ja Maßnahmen gegen Kanäle von RT Deutsch ergriffen hat. Nein, Herr Seibert, es geht hier nicht um RT Deutsch. Da haben Sie auch nicht aufmerksam zugehört, weil Sie wissen ja, dass RT Deutsch nicht freigeschaltet wurde, mein Kanal hingegen zwischenzeitlich freigeschaltet wurde. Und da Sie ohnehin meine Seite lesen, frage ich mich sehr, ob Sie es wirklich nicht wissen, dass ich wieder gesperrt wurde. Diese Maßnahmen habe ich hier, dazu habe ich hier etwas gesagt. Einen neuen Stand gibt es nicht und deswegen sehe ich auch keinen Grund, diese Frage jetzt in irgendeiner Weise anders zu beantworten. Und jetzt kommt ausgerechnet eine Nachfrage von da, wo ich sie am allerwenigsten erwartet hätte, von Thilo Jung, wobei ich bei ihm nicht weiß, ob er das jetzt fragt, weil er diese Zensur für schlecht hält oder im Gegenteil, weil er es gar nicht für Zensur hält, wie eine weitere Nachfrage von ihm dann nahelegt. Aber bilden Sie sich selbst Ihre Meinung, ich habe keine abschließende dazu. Ich bin im Gegensatz zu vielen Kollegen und zu den Faktenfindern alles andere als allwissend. Herr Jung? Geht, glaube ich, auch um den Kanal des Kollegen, der da jetzt auch wieder gesperrt ist. Also, aber ist denn eine Sperrung eines Kanals auf YouTube Zensur? Jetzt hatte ich es so in Erinnerung und wollte dem Kollegen zugute halten, dass er sich hier möglicherweise gegen die Zensur ausspricht. Aber jetzt, wo ich es das zweite Mal anhöre, wird völlig klar, er möchte hier eben von Seibert hören, dass es ja gar keine Zensur sei. Aber Herr Seibert ist, man kann ihm viel nachsagen, er ist klug und er windet sich um diese Aussage, weil er eben doch weiß, dass es Zensur ist. Man braucht sich ja nur die Duden-Definition anschauen. Zensur geht nicht nur von staatlichen Stellen aus. Sie kann durchaus auch von Privaten betrieben werden, etwa im Auftrag des Staates. Also gehen wir es nochmal durch. Die gleiche Frage kam im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen Russia Today Deutsch und einen damit verwandten Kanal. Es gibt Regeln, die diese Betreiber, in diesem Fall YouTube, sich setzen. Ja, und wo sie dann völlig willkürlich innerhalb von kürzester Zeit mal zu dem Schluss kommen, die sind verletzt, dann sagen sie sind doch nicht verletzt und dann sagen sie sind doch wieder verletzt und dann wieder sperren und eine Willkür ausüben, die hanebüchen ist. Es gab aus Sicht von YouTube einen Verstoß gegen diese Regeln, dann einen erneuten Verstoß und deswegen ist entsprechend dieser Regeln dann gehandelt worden. Wir nehmen zu Sperrungen einzelner Plattforminhalte. Moment, 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 Herr Seibert, aber wenn das Gleiche im Ausland passiert, dann nehmen Sie doch Stellung, dann verteidigen Sie doch die Pressefreiheit, wie Sie sagen, weltweit. Warum nehmen Sie im Ausland auch zu einzelnen Sperrungen Stellung und im Inland nicht, wenn Sie so ein großer Verteidiger der Pressefreiheit sind? Passt für mich nicht zusammen. Keine Stellung. Es ist natürlich das Recht von Online-Plattformen, ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern sie rechtmäßig sind, sofern sie transparent sind, auch durchzusetzen. Aber genau das sind sie nicht und das wissen Sie auch, Herr Seibert. Sie wissen auch, dass es ein BGH-Urteil gibt, nach dem nicht ohne Vorwarnung gesperrt werden darf. Und all das ignorieren Sie einfach. Und da soll Ihnen jemand glauben, dass es Ihnen um Pressefreiheit gehe. Ich habe den Eindruck, es geht Ihnen darum, dass es nicht zu viel Pressefreiheit gibt. Und natürlich muss das dann immer im Rahmen einer Einzelfallbewertung und anhand ganz klarer Kriterien erfolgen. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Und nochmal, nur falls es der Wiederholung bedarf, es war eine Maßnahme von YouTube, die mit der Bundesregierung nichts zu tun hatte.
Weil hier schwirrt ja das Wort Zensur im Raum. Und Zensur ist ja eigentlich klar geregelt. Also wenn YouTube... Also sehen Sie, klar umschifft die Frage, ob es Zensur ist oder nicht, weil es natürlich Zensur ist und weil Herr Seibert klug ist und nicht später dann mal über sich lesen oder hören möchte, dass er da etwas völlig Falsches gesagt hat. Pikant, während er hier redet, kann dieses Video nicht auf meinem normalen Kanal erscheinen. Zustände, wie man sie aus autoritären Staaten kennt. Es gab dann noch eine weitere Frage zum Thema Online-Zensur und die wurde umgekehrt so gestellt nach dem Motto, tut der Staat nicht genug, beziehungsweise kann es sein, dass einzelne Plattformen nicht streng genug zensieren, wo das doch der Staat fordert, alles unter dem Vorwand der Bekämpfung der Hassrede. Und nochmal, Hass ist generell kein Straftatbestand, die Meinungsfreiheit schließt auch Hass ein, impliziert, der mag unappetitlich sein, der mag schlimm sein, aber wir haben ein Strafgesetzbuch, da steht, was unzulässig ist an Meinungsäußerungen und das muss bekämpft werden. Und man hat hier einen Gummiparagrafen mit Hassrede eingeführt, der völlig grundgesetzwidrig ist in meinen Augen, weil Hass eine zulässige Emotion ist, vermischt das Ganze und die Frage ist dann, wird nicht strikt genug zensiert, beziehungsweise machen die Konzerne das nicht strikt genug. Deutschland 2021. Würde ich gerne Nachrichten. Sorry, wieder ein Schnittfehler, das war das falsche Video, aber jetzt sind wir da. Voila! Eine ehemalige Mitarbeiterin von Facebook hat gesagt, dass das Unternehmen mehrfach Gewinnüberlegungen über den Kampf gegen Hassrede und Falschinformationen gestellt hat. Deswegen gibt es Beschwerden bei der US-Aufsichtsbehörde. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung hier aktiv werden will, Gespräche mit Facebook einfordert oder mögliche Konsequenzen schon sieht. Ja, vielen Dank, Herr Rinke, für diese Frage. Ich kann das jetzt von hier aus nicht pauschal einordnen und kann Sie im Moment nur darauf hinweisen, dass für die Bundesregierung es eben auch sehr wichtig ist, eben, dass Hasskriminalität im Internet eben bekämpft werden muss, dass Straftaten nicht im Netz begangen werden, dass strafbare Posts eben gelöscht werden müssen. Dazu gibt es das in Deutschland das Instrument des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, das eben vorsieht, dass strafbare Posts innerhalb einer vorgegebenen Frist gelöscht werden müssen. Und die Diensteanbieter wie Facebook auch eben, sind eben verpflichtet, beispielsweise halbjährliche Transparenzberichte abzugeben, Meldewege einzuführen, diese Posts eben innerhalb der vorgegebenen Fristen zu löschen. Und das alles wird von dem Bundesamt für Justiz im Einzelfall angeschaut, ob es eben Verstöße gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gibt. Und diese Fälle, diese Untersuchung gibt es ja auch. Wie Sie wissen, ist auch in Deutschland schon, sind schon Bußgelder gegen Facebook verhängt worden, wegen bestimmter Verstöße gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und gesagt, das BfJ, das Bundesamt für Justiz, ist die Verwaltungsbehörde, die das im Einzelfall untersucht. Und das ist das, was ich Ihnen im Moment dazu sagen kann. Darf ich nochmal nachfragen? Es hat ja vorher durchaus die aktive Aufforderung zu Gesprächen mit Facebook gegeben. Plant das Justizministerium das jetzt auch zu tun, also proaktiv an Facebook heranzugehen und Aufklärung zu fordern? Also es finden ja regelmäßig Gespräche mit Facebook statt. Das dazu, das kann ich hier auch bestätigen. Darüber hinaus kann ich dazu im Moment nichts berichten. Ich erkundige mich aber gerne und würde das gegebenenfalls nachreichen. Weitere Fragen zu diesem Thema? Nächste Frage, der Reitschuster. So, und statt eines Fehlers von mir oder eines Versprechers im Backstage heute eine erneute Erklärung der Bundesregierung zum Thema Rassismus bzw. Bekämpfung des Rassismus, Sie wissen ja, es gibt eigentlich nichts Wichtigeres. Voila. Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann nochmal ein neues Thema. Diesmal ist das Innenministerium gefragt. Nochmal der Kollege Panayotis Gavrilis vom Deutschlandfunk fragt zur Rassismusstudie des Innenministeriums. Was für Erkenntnisse erhofft sich die Bundesregierung durch die nun in Auftrag gegebene Studie und nach welchen Kriterien ist der Auftrag an das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt vergeben worden?
Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat, darüber haben wir letzte Woche auch mit einer Pressemitteilung berichtet, ist jetzt die empirische Studie Rassismus als Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Kontext ausgewählter gesellschaftlich-institutioneller Bereiche gestartet. Ich persönlich habe den Eindruck, wenn ich mir die Gesellschaft heute ansehe, dass es nicht Rassismus ist, der im Wesentlichen für die Spaltung verantwortlich ist, sondern ganz andere Faktoren, zum Beispiel Corona oder der Umgang mit Kritikern der Regierungspolitik, gerade in diesem Bereich, aber lassen wir das beiseite. Damit wird ein bedeutendes Forschungsprojekt des im Mai 2021 von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmenkatalogs des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus umgesetzt. Die Studie ist auf 3 Jahre angelegt und wird vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt durchgeführt. Das BMI unterstützt die Studie mit 6 Millionen Euro. Und das wichtigste Thema der Studie ist, mit ihr soll geklärt werden, inwieweit Rassismus in staatlichen Institutionen auftritt, in welchen Erscheinungsformen er wahrgenommen wird und welche Motive und welchen spezifischen Gründe ihm zugrunde liegen. Es handelt sich um eine unabhängige Studie. Die Auswahl, das ist die zweite Frage gewesen, dieser Forscher ist eine, die mit dem Renommee dieser Forscher zu tun hat, die auch schon bereits für andere Ressorts gearbeitet haben. Und ich sagte bereits, glaube ich, die Studie ist auf 3 Jahre angelegt und wird nun starten erstmal. Dazu, Herr Jung. Warum 3 Jahre? Also es ist üblich natürlich, dass eine Studie eine gewisse Zeit von Arbeit benötigt. Ich kann auch noch mal sagen, in welchen Phasen diese Arbeit durchgeführt werden wird. Es wird also im ersten Schritt quantitative und qualitative Datenerhebung betrieben. Dann müssen auch die Kontexte analysiert werden, in denen diese Institutionen agieren. Und in einem zweiten Schritt werden dann die Ergebnisse verglichen und auch mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Wissenschaft, der Gesellschaft und auch den untersuchten Institutionen kritisch reflektiert. Und dann werden in einem dritten Schritt Handlungsempfehlungen entworfen. Natürlich dauert das auch seine Zeit. Ne? Und Koordinatoren sind ja ein Religionssoziologe und ein Kulturhistoriker. Sind denn, warum denn zum Beispiel kein Rassismusexperte oder Rechtsextremismusexperte? Also zu den einzelnen Teilnehmern, die an der Studie dann tatsächlich auch arbeiten, müsste ich Sie verweisen auf die Koordinatoren. Aber es ist klar, dass die Koordinatoren nicht die ganze Arbeit alleine machen, sondern dass eine ganze Reihe von Experten da mitarbeiten werden.